Ah, eine Blutfliege. Wo ist sie denn? Hey ho, ihr Minenarbeiter und Innen, hier ist der gute alte Vorbutter zurück mit Minenarbeit Antik und Gothic 2, der Nacht des Raben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wenn euch das gefällt, dann haut auf den Like-Button. Falls du hier neu bist, abonniere außerdem den Kanal. So, ich habe mich entschieden, wieder mal die falsche Taste zu drücken. Wie komme ich denn darüber gehüpft? Kann ich überhaupt hüpfen? Tatsächlich, ja. Ja, ich kämpfe immer noch mit der Tastatur. Jetzt allerdings nicht nur mit der, sondern auch noch gleich mit den Banditen. Ich habe mich jetzt entschlossen, ich muss gleich noch speichern, das habe ich nicht vergessen, doch jetzt erstmal die Banditen vorzuknüpfen mit Cavalon und den Quest zu beenden und vielleicht dadurch auch an Wein zu kommen. Und dann können wir hier unten auf Loberts Hof weitermachen. Und dann möchte ich doch heute ganz gerne mal die Stadt erreichen. Corinis. Das wäre jetzt ein schönes Ziel. Wir können eigentlich sowieso schon rein. Wie ihr wisst, in der letzten Folge habe ich einen Passierschein, naja, erworben im gewissen Sinne. Aber das wäre mir jetzt einfach so simpel. Warum soll man sich das einfach machen, wenn es auch kompliziert geht? Das ist auch einer meiner Lieblingssprüche. Wende ich ständig an. Cavalon, ja, pass auf. Aber erstmal bitte speichern. Oh, um Gottes Willen, ne? So. Kann es losgehen? Ich glaube nicht, dass das jetzt gut geht. Ich werde mal versuchen, Cavalon möglichst die meiste Arbeit machen zu lassen. Die Dreckarbeit, ja. Aber mal gucken. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Komm, lass uns die Kerle aufmischen. Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Mach ich. Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Okay. Jetzt bist du dran. Oh. Die Steuerung. Ah, nicht den hauen. Das hast okay. Du verdient, Mistkerl. Ja, oh Gottes Willen. Ja, Gott sei Dank kann da nicht viel passieren, wenn Danke ich... Danke für das Gold, du Held. Den hab ich doch genommen. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Ja, mach mal. Das ist natürlich Friendly Fire, ne? Das ist ein bisschen gefährlich, die Steuerung. Das ist eben das, davor hatte ich am meisten Angst. Nicht vor den Banditen, sondern dass ich mich hier... Oh, die haben es aber nett hier. Das ist das Richtige für mich. Das sind ja alles so ein bisschen Minenarbeiter hier. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Warum? Achso, du meinst mich gar nicht, hoch? Sind hier noch mehr? Da ist noch einer. Komm, den knüpfen wir uns vor. Wo rennst du hin? Komm, du hast keine Chance gegen mich. Das hast du verdient, Mistkerl. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Jetzt klaut er die ganzen Waffen. Moment, da muss ich ein bisschen schneller sein als der. Nicht schlecht, die haben auch irgendwelche Säbel, die gucke ich mir. Und noch ein Dolch. Ah, jetzt können wir erstmal so richtig schön die Höhle plündern. War es das denn überhaupt, Cavalon? So, das wäre erledigt. Sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Und mit mir? Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Ja, was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Ja, siehst du. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Och, danke. Ja gut, das kannst du mir was beibringen, will ich jetzt noch nicht machen. Ich möchte erstmal mal Stärke aufbauen und so. Da kann er uns, glaube ich, nicht helfen. Ja, wir sollen also die Banditen nach einem Brief durchsuchen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, hätte ich mir auch denken können. Er war geplündert. Nichts zu holen. Ja, ist nichts mehr zu holen, okay.
Ja, sehr cool. Ein Dunkelpilz nehmen wir auch mal mit. Können wir alles verticken. Wo hat er den anderen da vorne? Brago. Oh, das war wohl der Anführer. Der hat einen Brief, tatsächlich. Okay. Schwer zu glauben, dass sie einen versiegelten Brief klauen, die Banditen, und den dann nicht öffnen. Können wir denn jetzt die Truhe öffnen? Ich vermute doch wertvolle Schätze darin. Ah. Gold. Pfeile. Ach ja, habe ich denn eigentlich den Bogen letztens mitgenommen? Wo ist er denn? Da ist er. Zwei haben wir sogar. Moment, das ist ein Kurzbogen und das ist auch ein Kurzbogen. Okay. Ich bin nicht mehr so richtig fit. Wutz. Draußen lag noch einer, den haben wir ja schon. Also war es das. Jetzt haben wir, hatten die Wein dabei. Habt ihr das jetzt gesehen? Ich habe da nicht drauf geachtet. Was ist das da? Ein Seemannsgrog. Hm. Ich glaube, den will er nicht. Das sind Tränke da oben. Haben wir denn hier noch ein Fläschchen? Nö. Ach, dann gehe ich doch nochmal eben bei dem Kanter vorbei und kaufe mir eine Flasche Wein. Wenn ich mich nicht verguckt habe, hat er doch eine. Vielleicht nochmal eben speichern. Vier. Okay. Sehr gut. Hervorragend, es geht weiter. Wir können, ja, jetzt holen wir den Wein, dann können wir wahrscheinlich auch uns bessere Kleidung kaufen. Sehr gut. Und dann geht's auf nach Corinis. Ja, da dürft ihr jetzt nicht zu viel erwarten. Denkt nochmal daran, das Spiel ist sage und schreibe 15 Jahre alt. 2002 erschienen. Überlegt euch das mal. Deswegen ist die unheimliche Hauptstadt gleich, naja, ist aber atmosphärisch, ist das einfach alles stimmig, ja? Es kommt nicht immer so auf die Größe an und die Pracht, ne? Ja, der Wolf da vorne, ja, den lasse ich jetzt mal. Wir müssen, glaube ich, einen Umweg laufen. Zum Kanter. Denn so verletzt wie ich bin, möchte ich den nicht, dem Wolf nicht in die zwischen die Beißerchen laufen. Ja, sieht ja schon ein bisschen besser aus. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Mhm. Wein. Hervorragend. Sehr gut. Was ist das da? Amulett der Geisteskraft. Für 700, ja, bitteschön. Und das ist cool hier, eine Nagelkeule. Ach, die können wir sicher auch irgendwann mal einem Goblin abnehmen. Ich muss weiter. Von mir aus. Zurück zum Hof. Warum? Zu Vino müssen wir. Wo ist der Vino? Da hinten? Passender Name, will man. Vino. Will Wein von uns. Wo hast du dich versteckt? Da. Hier ist dein Wein. Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Einfach nur gekauft, mein Lieber. Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Ist auch egal, Hauptsache war zu saufen. Robert wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Gut. Tralala, jetzt holen wir uns die Kleidung. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen.
Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. 40 Goldstücke. Ja, ist immer so, aber... Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Hoffentlich schaffe ich das mit meinem Steuerungsformel. Moment, jetzt muss ich nochmal fragen, hast du noch was zu tun? Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die... Nee. Die Hilda, die fragen wir höchstens mal nach Suppe, aber da haben wir heute schon gefragt. So, eine Truhe. Oh, da oben der Steinkreis. Es ist fast ein bisschen blöd, weil ich natürlich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn die ganzen Sichtweiten und sonst was auf, was weiß ich, 200% geschaltet habe. Das ist natürlich klar, dass jetzt performancemäßig heutige Rechner mit dem Spiel keine großen Probleme mehr haben. Da oben wird irgendwie eine Flagge zum Beispiel, das ist mir nie aufgefallen, dass da was ist. Oder da hinten noch so ein Turm. Normalerweise, vielleicht stelle ich das wieder runter, dann ist das alles etwas noch ein bisschen uriger, gothic-mäßiger. Weil man nicht so weit gucken kann, die Welt kommt einem dann größer vor. Das ist eine Truhe. Ist das die Truhe? Bauernkleidung. So, und wieder zumachen. Also bloß die Fehler machen, jetzt hier noch mehr rausnehmen. Ich glaube, das sorgt dann für Unruhe. Und dann haben wir bessere Kleidung und dann würde ich mich jetzt ja auch mal umziehen wollen. Ha! Hübsche Bauernkleidung. Und ein Gürtel der Kraft. Cool. Gut. Lass dich mal ansehen. Okay. Bisschen pennen gehen vielleicht nochmal, um Tränke zu sparen. Vielleicht machen wir das. Wir schlafen jetzt mal bis zum Abend. Ich hatte eben bis Mittag geschlafen. Jetzt schlafe ich noch unsere Fackel. Die liegt da jetzt für immer und ewig, glaube ich. So, bis zum Abend schlafen wir jetzt mal. Ah. So spart man nämlich. Ja, komm, dann nehme ich die mal mit. Das sieht dann besser aus. Professioneller, ja. Mit so einer Lampe hier dabei. Oh, ist ja schon richtig dunkel. Aber das braucht man irgendwie. Pass auf, das machen wir mal eben. Dann gehe ich mal eben hier in die Einstellung und da muss ich mich hier so durchklicken. Ich glaube, Grafik. Nee, Sichtweite, da ist es doch. Sichtweite machen wir mal auf 140. Dann können wir das auch auf 140 drehen. So. Weiterspielen. Okay, vielleicht nochmal speichern, weil wir wissen ja jetzt nicht, wem wir da in die Arme laufen. Ich habe einen Passierschein, ich habe tolle Kleidung. Was soll noch mehr passieren? Ne? Also wir sollten doch jetzt eigentlich reinkommen. Problem ist nur, dass ich dem Kanter dann diesen Gefallen erfüllen muss. Wo ist der überhaupt? Ach, das war noch weiter. Ah, super, dann haben wir jetzt noch schön Zeit. Gleich mal nach Korinnis, okay. Gehen wir mal langsam. Ich möchte hier echt nicht so laufen. Oh. Das geht ja nicht. Schade. Okay. Dann eben nicht. Ah, eine Blutfliege. Wo ist sie denn? Sind auch mehrere. Eine. Ah. Gott sei Dank. War es das? Ich glaube, die Sichtweite wird wirklich erst beim nächsten Start übernommen. Man kann immer noch sehr weit gucken. Boah, aber seht ihr, das ist eben dieses typische, das habe ich früher total gern gemacht, so hier durch die Nacht gehen, ne? Also auf dem Weg geht das ja meistens noch. Ne? Sehr cool gemacht übrigens in Gothic.
Ich habe das noch in keinem anderen Spiel besser erlebt. Man kann jetzt wirklich noch nicht überall hinlaufen, weil man da Feinde hat teilweise, die einfach noch zu stark sind. Das ist alles so durchgeplant. Die leveln sich jetzt nicht so automatisch höher oder so. So ein typisches Levelsystem wie heutzutage gibt es hier noch nicht. Ah, wir kommen jetzt hier. Wir kommen wirklich an die Stadt. Sogar noch offen. Mal gucken, wem wir da begegnen. Vielleicht auch alten Bekannten. Also, wenn wir jetzt mal uns vorstellen, wir haben die Gothic 1 Geschichte noch im Kopf. Halt! Oh. Bist du einer der Knechte von Lobards Hof? Ja. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin noch nicht lange bei Lobard. Was willst du in der Stadt? Ach, was werde ich also fragen? Ich habe einen Passierschein, sage ich dem jetzt einfach mal. Ich habe einen Passierschein. Scheint in Ordnung zu sein. Weitergehen. Na also, das war ja jetzt ganz leicht. Ich dachte schon, ich müsste dem jetzt hier alle möglichen Fragen beantworten und alles richtig machen. Halt, Fremder. Ich bin Lothar. Der Lodder. Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Okay. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Ja, so wie du. Also reiz sie nicht nach oben drein, wenn du in der Stadt bist, klar? Nee, ich halte mich zurück. Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Ja, na los, erklär sie schon. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Fragen wir einfach uns mal durch. Wo kann ich hier eigentlich übernachten in der Stadt? Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Oh, das ist ja nett. Wie werde ich denn hier Bürger? Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Okay. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Okay, aber ich muss ja mit ihm auch sprechen, ne? Wie werde ich denn bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Ja. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord Hagen. Er ist auch schon voll genervt, so, ja, ihr seid alle total wichtig. Wichtige Nachricht für den Anführer der Paladiner. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Ja, du Doofkopf. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Ach, noch ein Lord. Okay. Die Stadt wird von Mobs in Panik gemacht. Die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt. Auch ohne, dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachen Angst machen. Okay. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Ja, hast du ja auch recht. Ich sehe da doch ein. Hier hat schon jemand von... Aber das macht einen stutzig jetzt, ne? Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Diego. Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Das braucht er jetzt alles noch nicht wissen. Arbeit ist interessant. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen.
Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Ja, schon gut. Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Okay. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord Andre hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt Vielleicht auf. Kann ich lieber mit dem reden. Der ist ja hier ein Schwätzer. So ein Wichtigtuer ist das hier. Ja, das braucht er nicht wissen und ich muss jetzt auch einfach mal weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Ja, ja. Wie es ins obere Viertel geht, das weiß ich auch so. Das geht hier die Treppe hoch. Da sind wir ins obere Viertel. So, und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen noch gepflegt die Stadt an. Also, es ist ein schönes Hafenstädtchen. Nehmen sich hier völlig wichtig, ne? Aber gut, ist eben auch ein Militärposten. Händler haben wir hier rechts und links. Ja, werden wir uns auch nochmal mit befassen, auf jeden Fall. Gehen wir mal rum. Ach, da vorne ist der Schmied. Ja, das ist auch schön hier. Ist eine schön gebaute Stadt. Das war auch so ein bisschen so ein Klassiker, so wenn man solche Städte so baut. Auch für mich immer, wenn ich in Minecraft damals irgendwie so alte Städte gebaut habe, war das immer, der Gedanke an Korinne ist immer irgendwie so dabei. Das ist einfach, da sitzt jemand, wer sitzt denn da? Torben. Hallo Torben. Ah, ein neues Gesicht. Bist nicht Zorben, nicht aus Korinis, zufällig. Was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Könnt ihr mal die Ark-Staffel von mir gucken. Da habe ich auch einen Zorben, deswegen komme ich jetzt so gerade drauf. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Ja, auch klar. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Ja, du machst ja hier als Lehrling. Schlösser, du kennst dich mit Schlössern aus? Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Oha. Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich, er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Oh. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Ja, das wissen wir ja nun auch. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Klar. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Batras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen. Richtig. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wir müssen wenn doch du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Wir müssen doch eh noch zu Batras.
Das brauchen wir jetzt erstmal alles nicht. Wir gehen mal lieber ein bisschen weiter. Hier ist dieses Schmiede. Und den sprechen wir natürlich auch noch. Er schläft jetzt, glaube ich. Dieser Durchgang hier, wunderbar. Ach, hier ist, glaube ich, auch noch ein Händler drin. Müssen wir auch noch hin. Diese ganzen Gespräche, herrlich. Und hier ist nämlich dieser Tempel. Und da ist Vatras. Ich würde sagen, das Gespräch mit Vatras, das nehmen wir jetzt noch mit. Und um den Rest kümmern wir uns wirklich noch in der nächsten Folge. Es gibt dann hier noch in der Stadt natürlich einiges an Quests zu öffnen, vielleicht auch zu schließen. Da kommen jetzt auch die ersten größeren Sachen auf uns zu. Wie dem auch sei, jetzt sprechen wir erstmal mit Vatras. Das war ja sowieso unser erstes Ziel. Hey, du! Adanos sei mit dir. Ja. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Erzähl mir mehr über den... Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Unwichtig eigentlich, hätte ich ihm einen Brief geben. Warum sollte ich das tun? Kavalon hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagt, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Das will ich jetzt noch nicht. Ich habe erstmal einen Brief für dich. Ich habe hier einen Brief für dich. Oh, 200 Punkte. Was? In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Von Kavalon. Von Kavalon, dem Jäger. Kavalon? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalons Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Ist schon gut, Bär. Bitte um deinen Segen, ja, dann noch etwas spenden, kannst du mir etwas über die Magie beibringen, erzählen wir über die Götter, kannst du mich heilen? Über die Götter, das hören wir uns noch an, damit wir noch ein bisschen mehr über diese Gothic-Welt hier erfahren. Erzähl mir über die Götter. Was genau möchtest du wissen? Erzähl mir über Belia. Das war der erste Dunkelschrein. Belia ist der finstere Gott des Todes. Seht ihr? Der Zerstörung und alles Widernatürlichen. Er liegt im ewigen Kampf mit Innos. Doch Adanos bewahrt das Gleichgewicht zwischen den beiden. Nur wenige Menschen folgen Belias Ruf. Doch denen, die es tun, verleiht er große Stärke. Innos? Erzähl mir über Innos. Also gut. Innos ist der erste und oberste Gott. Er schuf die Sonne und die Welt. Er gebietet über Licht und Feuer, die seine Geschenke an die Menschen sind. Er ist Gesetz und Gerichtsbarkeit. Seine Priester sind die Magier des Feuers, die Paladine seine Streiter. Erzähl mir über Adanos. Adanos ist der Gott der Mitte. Er ist die Waagschale der Gerechtigkeit. Der Hüter des Gleichgewichts zwischen Innos und Belia. Er gebietet über die Kraft der Veränderung. Sein Geschenk ist das Wasser in allen Meeren, Flüssen und Seen. Seine Priester sind die Magier des Wassers, so wie auch ich ein Diener und Priester von Adanos bin. Okay. Das war's jetzt erstmal. Haben wir wieder was dazugelernt, ja? Hier ist die Taverne. Und hier kommen wir noch in den hinteren Bereich. Ja, Leute, aber ich würde mal sagen, war jetzt genug wieder. Beim nächsten Mal gucken wir mal, was wir machen. Uns die ganzen Quests noch holen, die Stadt bei Tageslicht vielleicht ansehen. Ist auch nicht schlecht. Uns mal hier ein Bett für holen, irgendwie zum Pennen. Und dann geht's hinterher da wieder raus. In die Wildnis. Das dauert aber ein bisschen. Ich will kümmern, damit ich mal meine Punkte so ein bisschen verteile.
Ein Level haben wir ja, glaube ich, schon geschafft. Ach, hier oben ist doch die Kaserne. Richtig, genau. Also, wie dem auch sei, denkt bitte an den Like-Button und empfehlt das Video weiter. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt sauber. Habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen. Hey du, warte mal. Der hat uns abgefangen. Du kommst mir bekannt vor. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Ups, Zettel raus. Hier, dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Oh. Die Probleme habe ich kaum sehen. Nein, das muss eine Verwechslung sein. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich glaube dann ganz genau, wie du willst, Fremder. Aber falls das doch deine Visage ist und falls du Probleme hast, dann lass sie außerhalb der Stadt. Wir haben hier schon genug Schwierigkeiten. Und Fremde, die Ärger in die Stadt bringen, bleiben nicht lange in der Stadt. Ich hoffe, das war deutlich. Das war deutlich, Pablo. Puh, jetzt haben wir uns noch mal eben so eine kleine Abfuhr da geholt, ja? Und so eine kleine Ansprache. Jetzt ist aber wirklich gut, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wo ging's noch mal zum Bordell?